Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen zu einem besonderen Video, denn ja, ich zeige euch das erste Mal ein Hotel hier auf diesem Kanal. Und das Hotel seht ihr schon hinter mir. Es ist ein Flusskreuzfahrtschiff, das momentan als Hotelschiff eingesetzt wird. Und in meinen Augen, ja, natürlich das coolste Hotel hier in Düsseldorf aktuell. Wie sollte es auch anders sein? Als Schiffsfan muss man natürlich ein Hotelschiff auch am coolsten finden. Ob das gleich wirklich so ist, werden wir dann an Bord feststellen. Es geht gleich an Bord der Thomas Hardy. Das ist nämlich das Schiff, was gerade von Viva Riverside hier im Hafen liegt, von Düsseldorf, relativ stadtnah. Also ungefähr 500 Meter, dann ist man auch schon dort in der Altstadt. Tolle Location hier auf jeden Fall, preislich ab 87 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Es werden alle Kategorien auch vermarktet, die normalen Kabinen, dann auch Suiten und sogar Suiten mit Balkon. Das Ganze immer mit Flussblick oder mit Stadtblick. Ja, das Schiff ist 135 Meter lang, also ja, ein großes Flusskreuzfahrtschiff sozusagen, was ansonsten für Riviera Travel unterwegs ist und jetzt durch die ganzen Beschränkungen natürlich gerade nicht möglich ist. Noch dazu als Information, natürlich handelt es sich hierbei gerade um Geschäftsreisentourismus, weil ich das Schiff für euch vorstelle und unterwegs bin hier im Auftrag der kreuzfahrturlauber.de OG. Ansonsten sind touristische Reisen derzeit natürlich nicht gestattet, also ist es aktuell für Geschäftsreisende gedacht. Wenn dann private touristische Reisen ja gestattet sind, ist das natürlich auch für euch wieder privat interessant. Aber ich möchte die Gelegenheit natürlich gerne nutzen, um euch heute schon mal einen Einblick zu geben in das Schiff, was es heute Abend so noch zu essen gibt, morgen früh das Frühstück und ansonsten natürlich die Annehmlichkeiten des Schiffes vorstellen. Also viel Spaß! Das ist die Kabine für die nächste Nacht hier an Bord, Kabine 314 auf dem Oberdeck, eine klassische Kabine mit französischem Balkon. Schauen wir zunächst einmal kurz ins Bad. Hier haben wir einen sehr hochwertigen Waschtisch mit einem Spiegel und da hinten eine große Dusche mit hochwertigen Pflegeprodukten und sogar mit einer Regendusche, also durchaus sehr hochwertig und schick gestaltet, wie ich finde. Wenn wir hier mal weiterschauen, hier das großzügige Doppelbett mit ausreichend Kopfkissen, einer indirekten Beleuchtung hinten mit einer interessanten und schönen Musterung. Da vorne auch ein, ja, sehr imposanter, eine sehr imposante Leuchte. Ja, ansonsten gegenübergelegen dann der Fernseher, ein Flachbildfernseher, auch sehr modern. Wenn wir mal in die Schränke reinschauen, haben wir hier genügend Staufläche, natürlich auch für mehr als eine Nacht, denn das Schiff ist ja eigentlich für normale Flusskreuzfahrten konzipiert. Dann haben wir hier zwei USB-Ladestationen und zwei Steckdosen amerikanischer Art. Hier nebenan dann auch nochmal eine europäische. Das Telefon, hier nochmal ein großer Schrank. Da unten auch noch zwei Ablegefächer. Genug Platz zum Hängen. Kaffeemaschine und Wasserkocher. Hier befinden sich dann normalerweise die Kaffeekapseln im normalen Flusskreuzfahrtbetrieb. Safe und Minibar auch vorhanden. Die ist jetzt hier auch im Hotelbetrieb leer, aber trotzdem gekühlt. Also hier könnt ihr euch ruhig ein Getränk auch mitbringen, was ihr dann kühlen könnt. Ja, und dann, was ich hier finde, eine riesige Tür hier, ein riesiges Panoramafenster, was man sehr weit aufmachen kann, sodass dann wirklich zwei Drittel geöffnet ist. Und wenn wir rausschauen, dann der Blick hier auf den Rheinturm, die schöne Skyline von Düsseldorf. Schauen wir dann noch einmal in die Suite mit Balkon. Hier fällt dann auf, dass das Bad schon mal direkt deutlich größer ist und natürlich auch der Wohnraum. Ein sehr schönes Doppelbett, ein bequemer Platz mit zwei Stühlen und einem Tisch. Und das Highlight ist hier eben, dass man auf dem Balkon richtig rausgehen kann und dann dort an frischer Luft auch, ja, auf den Rhein schauen kann. Hier vorne sind wir jetzt im Panoramasalon der Thomas Hardy. Normalerweise eben der reine Panoramasalon für, ja, Getränke und Barambiente am Abend oder auch tagsüber natürlich. Aktuell ist es so, dass es auch als Restaurant dient und fungiert, denn das normale Hauptrestaurant unten ist jetzt abgesperrt gerade. Das ist reiner Crewbereich. Dementsprechend hat man jetzt hier Tische am Fenster aufgebaut, wo dann abends und morgens das Essen serviert wird. Ja, und an sich natürlich toll hier rauszuschauen, das Wasser vorbeifließen zu sehen und auch einige Schiffe passieren zu sehen hier auf dem Rhein. Getränke sind jetzt hier auf der Thomas Hardy gerade nicht im Preis enthalten als Hotelschiff. Wenn wir mal in die Karte schauen, sehen wir Aperol Spritz 7,50 Euro, ein Glas Hauswein 3,25 Euro. Was haben wir hier? Wasser 200 Milliliter 2 Euro, eine Flasche dann 3,90 Euro, Softdrinks 2,50 Euro, 2,75 Euro. Ja, das sind durchaus angemessene Preise. Cocktails so um die 8 Euro. Und alkoholfreie Cocktails 6 Euro. Werfen wir dann nochmal einen Blick auf das Sonnendeck der Thomas Hardy. Hier ganz hinten am Heck befindet sich auf dieser Schiffsklasse immer der kleine Pool. Der ist normalerweise befüllt und beheizt. Aktuell ist es ja so, dass es ein Business-Hotel ist. Dementsprechend ist der Pool auch nicht zwingend notwendig. Genauso
ähnlich notwendig wie der Minigolfparcours, der sich hier befindet. Und dann davor kommt die großzügigen Sonnen- und Liegenbereiche, wo man dann entweder den Feierabend als Geschäftsreisender gut ausklingen lassen kann oder wenn dann private touristische Reisen auch bald wieder erlaubt sind, kann man hier eben wunderbar sitzen, den Tag genießen. Ja, und eben rausschauen. Normalerweise ist der Reiz auf Flusskreuzfahrten ja immer, das vorbeiziehende Ufer zu genießen. Das ist jetzt hier im Rahmen des Hotelschiffs von Viva Riverside gerade nicht möglich, aber trotzdem ein schöner Ausblick und so ein paar Schiffe fahren ja auch durchaus vorbei. Hinten am Heck des Schiffes befindet sich dann noch das Bistro. Eigentlich ein sehr schönes kleines Restaurant im privaten und kleinen Ambiente, sogar mit Außenplätzen direkt hinten an der Heckwelle. Ja, jetzt auch das gerade im Rahmen des Hotelschiffs natürlich nicht belegt und nicht nutzbar. Aber ich freue mich auf diese Zeiten, wenn diese Bereiche auf den normalen Flusskreuzfahrten natürlich wieder normal eingesetzt werden. Es gibt ja einige Hotels in Düsseldorf, die mit Flussblick werben. Meistens sind die natürlich dann nicht direkt am Wasser, man kann nur auf den Fluss schauen. Und das ist hier auf der Viva Riverside natürlich was Besonderes, ist, wenn man dann die Balkontür öffnet. Ja, man direkt nicht nur am Fluss, sondern sogar auf dem Fluss ist und das Wasser hier unten unter dem Hotelzimmer sozusagen dann direkt vorbeifließt. Das macht schon wirklich viel Freude. Zum Abendessen geht es dann heute hier in den Panoramasalon. Wirklich eine herrliche Lichtstimmung hier mit dem Sonnenuntergang. Schauen wir mal in die Speisekarte. Vorspeise Caesar Salad, Rinder Carpaccio oder eine Tagessuppe. Zum Hauptgang dann heute Hähnchenbrust, Lachsfilet, Kalbschnitzel oder Kürbisravioli. Und zum Dessert dann Apfelstrudel oder der Eisbecher des Tages. Ja, preislich das Ganze durchschnittliche Hotelpreise. Essen wird dann aktuell eben extra bezahlt und ist nicht im Preis enthalten. Ein sehr leckeres Abendessen hier auf der Thomas Hardy. Drei Gänge habe ich heute Abend bestellt. Zur Vorspeise gab es Caesar Salad, dann Hähnchen oder Putenbrust und als Dessert dann Apfelstrudel. Wirklich geschmacklich und optisch auch sehr gut gewesen. Ja, mit einem Glas Wein und einer Flasche Wasser landet man dann ungefähr bei 35 Euro pro Person für das Drei-Gänge-Menü. Für, wie gesagt, Hotelpreise wirklich sehr, sehr angemessen und die Qualität ist auf dem Niveau, wie ich es auch eben von Viva Cruises auch kenne. Ich war ja schon mal mit der MS Inspire unterwegs letztes Jahr und das war auch alles geschmacklich sehr, sehr gut und so habe ich das eben auch heute wieder erlebt. Ja, jetzt noch eine sehr, sehr schöne Abendstimmung hier im Hafen von Düsseldorf. Ein toller Sonnenuntergang gleich hier mit einer leuchtenden Skyline. Und ja, heute Abend ist dann natürlich nicht mehr groß viel los, keine Unterhaltung oder so. Es ist halt ein Hotelschiff gerade und dementsprechend sehen wir uns dann morgen zum Frühstück wieder. Also bis morgen. Guten Morgen am zweiten Tag hier an Bord der Thomas Hardy. Ja, der Tag beginnt jetzt mit dem Frühstück hier im Salon. Es gibt heute Joghurt, Früchte und Gemüse. Dann gibt es noch Müsli und eine Brotauswahl. Als warme Gerichte werden serviert Spiegelei, gekochtes Ei, Rührei, Omelett, Würstchen oder Speck. Es gibt Säfte und auch Sekt. Ja, und das ist jetzt hier eben der Start in den Tag. Ja, das war sie auch schon wieder, die Übernachtung hier auf der Thomas Hardy von Viva Riverside. Heute wird dann das Schiff durch die Viva Moments ersetzt, also ein Schiffswechsel wird durchgeführt. Das Schiff, also die Viva Moments, ist aber baugleich hier zur Thomas Hardy. Also, wenn euch das Ganze interessiert, schaut gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbei, unter Viva Riverside. Denn das Ganze hier, die Hotelschiffe, könnt ihr auch über mich buchen. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und natürlich auch bei Interesse dort über mich bucht. An sich natürlich eine tolle Geschichte hier mit Frühstück, Abendessen, gegen Aufpreis aber auch sehr, sehr gut gewesen. Ein tolles Schiff und ein ganz besonderes Ambiente. Und ich sagte ja gestern, es ist wohl das coolste Hotel hier in Düsseldorf gerade. Und ja, das kann man eigentlich auch so bestätigen, denn zentrale Lage ist ein großer Punkt hier. Man ist ruckzuck zu Fuß dann auch in der Altstadt. Darüber hinaus dann der direkte Flussblick, wie es einem kein anderes Hotel auch bieten kann. Dementsprechend wirklich eine tolle Empfehlung, wie ich finde. Und der Preis immer so um die 100 Euro pro Nacht auch absolut fair. Gegen einen kleinen Aufpreis sind dann auch die Junior-Suiten und Suiten mit Balkon verfügbar. Also vielen Dank fürs Zuschauen und das nächste Mal dann sicherlich wieder von einem fahrenden Schiff. Und bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.